Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es was ganz Schnelles. Wir wollen heute grillen und ich mache einen Tomaten-Feta-Salat dazu. Ich weiß, auch dafür braucht man wieder kein Video, aber das kommt heute alles in den Nicer Dicer. Ich bereite das damit zu, habe direkt meine Schale und ich wollte euch einfach nur mal zeigen, wie schnell das geht. Dann brauchen wir Tomaten, Feta und eine Zwiebel. Das ist auch schon alles und los geht's. Achso, und ein Dressing eurer Wahl. Ich nehme diesmal Gartenkräuter. Tomaten habe ich gewaschen. Jetzt schneide ich den Strunk raus, wie immer. Jetzt schäle ich eben die Zwiebel. Als erstes entferne ich wie immer die Sicherheitskappe. Stelle mir das auf schmale Streifen, weil ich möchte gerne schmale Streifen. Benutze wie immer meinen Lieblingsaufsatz. Den stecke ich einfach drauf. Fülle eine Tomate nach der anderen rein und los geht's. Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu schmal, ich mache es ein bisschen weiter. Das sieht schon besser aus. Und wenn ich halbe Scheiben haben möchte, schneide ich die jetzt einfach nochmal durch. Steck sie aber genauso da rein. Ja, ich habe jetzt halbe Scheiben. Das ist mir noch zu wenig, ich mache noch drei dazu. So, die Tomaten sind geschnitten. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht die schönste Variante, die zu schneiden, aber die sind schön dünn. Die Stärke mache ich etwas weniger und habe die Zacken noch ausgefahren. Die Zwiebel kommt hier rein und los geht's. Das ist das Reststück. Wir haben hier so schöne feine Zwiebelscheibchen, Schnitzelchen. So, das haben wir bis jetzt. Jetzt kommt noch der Feta. Wie schneiden wir den denn? Ich nehme jetzt den anderen Deckel. Der ist mit einer Feder bei dem Genius. Kommt also alleine wieder hoch. Ich werde jetzt hier den Würfelaufsatz nehmen. Auf der hinteren Seite, weil auf der hinteren Seite, er schneidet auf beiden Seiten, aber auf der hinteren Seite hat er mehr Kraft, wenn ich zudrücke. Ich bin gespannt, ob das klappt. Ich schneide den jetzt aber einmal links, einmal quer durch. Und auch einmal in der Mitte, damit wir kleinere Würfel bekommen. Leg den da drauf und so sieht das bis jetzt aus. Jetzt machen wir noch schnell das Dressing. Jetzt gebe ich das drüber und hebe es vorsichtig unter. Tada! So, der Salat ist leider keine Schönheit geworden, aber er schmeckt super und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen.